In diesem Video zeige ich euch, wie man mit dem Oni Pizzaofen Pizza backt. Ich habe vor 2 Jahren diesen Oni Ofen entdeckt und es ist einfach die beste Möglichkeit, zu Hause, draußen natürlich, weil er ist ja mit Gas betrieben, Pizza zu backen. Man kann den Oni innerhalb von 10 bis 15 Minuten auf 400 bis 450 Grad vorheizen und kann wirklich zu Hause Pizza backen wie beim Italiener. Ich habe euch für den Oni auch ein spezielles Rezept vorbereitet, nur mit Sauerteig. Was brauchen wir für unsere Sauerteigpizza? Wir brauchen gutes italienisches Pizzamehl, Wasser, Salz und das Wichtigste, das ist jetzt noch im Kühlschrank, den Sauerteig. Ich nehme da hier den Sauerteig direkt aus dem Kühlschrank. Wichtig ist, dass der das letzte Mal vor ungefähr 3 bis 5 Tagen aufgefrischt worden ist. Jetzt kommen alle Zutaten in die Kenwood. Immer als erstes das Wasser, dann das Mehl, den Sauerteig und das Salz. Alle Zutaten in die Knetmaschine und für ungefähr 10 Minuten bei minimaler bzw. erster Stufe zu einem schönen, geschmeidigen Teig kneten. Der Teig ist jetzt fertig geknetet. Ihr seht, der hat eine richtig schöne, glatte Oberfläche gekriegt. Ich gebe den jetzt einmal kurz raus. Ihr seht da richtig schön diese glatte Oberfläche. Das ist ein Zeichen dafür, dass er richtig ausgeknetet ist. Ich werde jetzt aus dem Teig Kugeln formen. Wie das genau geht, seht ihr in meinem neapolitanischen Pizza-Video. Ich forme jetzt da eine Kugel. In der Teigwanne reifen sie jetzt 24 Stunden bei Raumtemperatur. Natürlich zugedeckt. Der Teig hat jetzt 24 Stunden Reife hinter sich und ich werde jetzt mit dem Oni und meinem Rad auf den Nussberg fahren. Das ist ein wunderschöner Weinberg am Stadtrand von Wien und dort werden wir dann mit dem Oni ein paar richtig gute Pizzen machen. Das ist eigentlich die Tragetasche für den Oni, aber weil der nur 10 Kilo wiegt, kann man den auch wunderbar als Rucksack verwenden. Und so kann ich dann mit meinem Radl auch den Oni überall mitnehmen. Also ziemlich cooles Teil. Valentina, du nimmst den Pizzateig mit. Super. Und ich fahre jetzt los und wir sehen uns später am Nussberg. Bis später. Wir verfahren. Wow, dieser Ausblick ist echt cool. Wir sind jetzt im Weingut von Fritz Wieninger. Dieser Ausblick ist echt mega cool. Man sieht da die Donau. Es ist echt perfekt für Pizza. Gut, jetzt werde ich mir noch einen Platz suchen. Ich glaube, ich werde dann auch noch einen Tisch suchen, weil da braucht man schon eine gescheite Unterlage für den Oni. Und ja, ich werde mich da mal auf die Suche machen, wie ich da einen Tisch finde. So, die Barbara ist jetzt auch schon da. Ah ja, hast du schon einen Tisch gefunden? Versuchen wir mal. Oh je. Ja? Ich glaube, es wird das was. Da müssen wir noch am Himmel. Der historische Himmel. Genau. So, ich hoffe, der bricht dann nicht zusammen. Aber zum Glück ist der Oni ja eh nicht so schwer, sonst hätte das schon ausgehen. Das ist wirklich der perfekte Oni-Pizza-Arbeitstisch. Mal schauen, ob da auch der Oni Platz hat. So, kurz einmal aufbauen.
So. 1, 2, 3. So, da. Naja. So, da. Schalt mal ein. Gas ist angeschlossen. Den Oni habe ich jetzt ungefähr eine Viertelstunde vorgeheizt. Das reicht, damit er die Betriebstemperatur erreicht hat. Wir fangen an mit einer klassischen Margarita. Was brauchen wir jetzt dafür? Unseren Pizzateig, Tomatensauce, Basilikum, Mozzarella und ein richtig gutes Olivenöl. Mehr brauchen wir nicht. So. Und jetzt gehe ich den mit der Oberseite nach unten in meine Emailform. Jetzt daher. So. Und jetzt für die Aufarbeitung. Ups. So. Jetzt kommt Tomatensauce drauf. Dann frischen Basilikum. Italienischen Farben, genau. Rot, grün und zum Schluss frischen Mozzarella. So dann. Die Margherita gehen wir dann auf diesen Pizzaschieber. Da ist es wichtig, dass ihr diesen perforierten Pizzaschieber verwendet, weil da wirklich nichts kleben bleibt. Und einfach den drunter, dann Pizza runterziehen. Bleibt nichts kleben. Und jetzt die Pizza nur auf die finale Größe ausdehnen, damit es schön rund ist. Und ab geht die Post. So. Also die Pizza ist jetzt drinnen. Nachdem beim 12er ohne die Hitze nur von hinten kommt, müssen wir die Pizza nach 20 bis 30 Sekunden rausgeben, um 45 Grad drehen, 45 bis 90 Grad, und dann wieder zurückgeben in den Ofen. Schauen wir mal, es knistert schon. Bitte? Ja, nein, es war eh 90 Grad eigentlich. 45 Grad zu wenig. Ja, also 90 Grad eigentlich. It's all about math. Ich habe schon knistern. Ja, ein bisschen braucht es noch. Vielleicht noch ein Wort zum Mozzarella. Da ist wichtig, dass ihr wirklich einen festen Mozzarella verwendet. Und nicht so einen weichen, weil je fester der Mozzarella ist, desto weniger Flüssigkeit verliert er beim Backen. Sieht man jetzt sehr schön, mein Mozzarella verliert überhaupt keine Flüssigkeit. Schon cool mit dem Oni, weil es halt echt total schnell geht. 90 bis 120 Sekunden ist die Pizza fertig. So schnell kann man gar nicht essen. Das heißt auch, wenn man jetzt irgendwie mehrere Leute mit Pizza versorgen möchte, das geht halt echt wunderbar. Und gerade der 12er ist ja wunderbar portabel, wiegt nur 10 Kilo. Kann man überall mitnehmen, die schönsten Gegenden auf der Welt, Pizza backen. So. Und es ist total easy. Ja, also wenn man das ein paar Mal macht, hat man es echt heraus. Es bleibt auch nichts kleben. So, da. Pizza ist ready. Ganz zum Schluss kommt nur ein Schuss Olivenöl drauf. So, da. Wir haben da jetzt diesen Pizzacutter von Oni, eignet sich wunderbar zum Pizzateilen und auf dieser Pizzaschaufel kann man es auch wunderbar schneiden. So, da, Pizza ist ready. Ich habe da schon Publikum. Kommt her, probiert es. Ich zeige euch jetzt einmal, wie man die Pizza, wenn man jetzt sie nicht am Teller essen möchte, dann einfach nach rechts und links einklappen. Beste Pizza mit dem Ausblick. Un sogno. Die Italiener sagen ja immer, un sogno ai occhi aperti. Also träumen mit offenen Augen. Ja. Barbara, Prost. Prost auf das erste Video. Auf das erste Video mit dem kleinen Oni.
Es folgen natürlich nur weitere Rezepte, auch für den kleinen Oni. Danke Barbara, sehr aufmerksam. Und wir werden natürlich auch noch ein Video mit dem großen Oni Koda machen. Da haben wir ja doch echt einen Spaß da. Und das Rezept für die Pizza findet ihr wie gewohnt in der Videobeschreibung. Und was trinken wir da? Das ist eine gute Frage. Damit alle wissen, wo wir stehen. Genau, wir stehen im Weingut Wieninger. Wir trinken da einen gemischten Satz. Das ist eigentlich der typische... Der Wiener Wein. Der Wiener Wein. Und er schmeckt da wirklich Grüßen gut. Grüße aus Wien. Liebe Grüße und bis bald. Baba.